Für die Platin, Digga. Wie viele Nebenquests? Aha. Das wäre auch geil, oder wenn wir da was Zusätzliches kriegen würden. Das wird schon schmecken. Das wird schon schmecken. Ja, im Endeffekt ist es eigentlich hier alles so ein Dankeschreiben und alles drum und dran. Die richtige Mission, die wartet hier. Die wartet hier. Na, let's go. Wer weiß, ob Doris sich mir anvertrauen wird. Aber ich sollte mit ihr sprechen. Let's go. Lieblingssklavin. Okay. Digga. Lieblingssklavin, Alter. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Digga, Lieblingssklavin. Oh, oh, oh. Wenn wir schon da sind, würde mir aber eins interessieren. Außer den anderen Punkt. Okay, ist schon wieder vorbei. Ich habe noch gehofft. Punkt, Digga. Das wär's. Wo ist sie denn? Kann ich dir helfen, Sid? Ich suche Doris. Ist sie hier? Ich fürchte, nein. Sie hat was bei Martha zu erledigen. Eigentlich hätte ich das übernehmen sollen, aber als sie von der Mission erfahren hat, hat sie darauf bestanden, selbst zu gehen. Allein. Verstehe. Um welche Mission geht es? Sie ist einer neuen Fährte nachgegangen. Seit die Träger, die du im Drachenhorst befreit hast, bei uns sind, sind sie ganz begierig darauf, über ihre Gefangenschaft zu sprechen. Und ihren Entführer. Diesen Sklavenhändler, den Cole verfolgt hat. Ich werde nach ihr sehen. Marthas Rast, sagst du? Wenn sie nicht bereits weg ist, ja. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Ein Alleingang sieht Doris nicht ähnlich. Ich kann Coles Sorgen verstehen. Wie glaubst du, teilt man... Da würde es mich jetzt eher mehr ein bisschen interessieren, ob es da nicht doch noch neue Sachen geben könnte. Na. Hätte ihm aber eher Dach gehabt. Okay, das ist eh klar, das ist eh klar. Aha. Ja, das da haben wir schon letztens einmal herumgeschissen gehabt. Okay, bei denen ist noch immer Fragezeichen. Ja, es wird da wahrscheinlich noch immer bei so einem bestimmten Ort sein, wo wir bis jetzt noch immer noch nicht waren. Wahrscheinlich. Aber in der Hoffnung, dass da ein oder andere neue Ort dabei ist. Ich hoff's. Und vielleicht sogar die eine oder andere gejagte Mission. Das wäre schon wieder wichtig. Und da ist eh schon wieder klar, dass da wieder zugeht. Jedes Mal in der Hütte. Jedes Mal. Der Witz. Jedes Mal in der Hütte, oder geht's da ab, oder? Das ist echt nicht normal, die Hütte. Das ist echt nicht normal. Ich geh mal da sicher, jetzt aber jetzt mal ganz kurz um. Seht ihr mir jetzt eigentlich hier? Was haben wir denn da Schönes? Doris. Wie in alten Zeiten. Ich werde euer Angebot überdenken, Milady. Hi. Wie laufen die Nachforschungen? Sid, was führt dich zu Marthas Rast? Du. Ich habe gehört, dass du ganz allein unseren Sklavenhändler verfolgst. Ich hoffe, du bist vorsichtig. Natürlich. Und ich musste das allein machen. Die Träger vom Drachenhorst haben einen lang gehegten Verdacht von mir bestätigt, dass die gesuchte Person eine alte Bekannte ist. Sie ist nicht dumm. Wären wir in Scharen angerückt, hätte sie uns bemerkt und wäre spurlos verschwunden. Das war sie gerade, oder? Also, ein gelungenes Wiedersehen? Ich denke schon. Sie wollte mich anheuern. Ihre Zeit in Rosaria neigt sich wohl dem Ende zu. Sie hat Träger aus der ganzen Region entführt und will sie jetzt nach Sambrek schmuggeln. Nach ihrem Zusammenstoß mit den Wildstämmen auf dem Weg nach Nordstedt hat sie sich Begleitschutz besorgt, dem ich mich anschließen soll. Sie ist gefährlich, Sid, aber ich kann sie aufhalten. Dann gehe ich mit dir. Ich kümmere mich um den Begleitschutz. Du bringst die Träger in Sicherheit. Wo sind sie? Unterm Bohmviadukt, aber nicht mehr lange. Geh du schon vor. Ich gebe dem Versteck Bescheid und komme dann. Hm. Und? Wie schauen wir aus? Ja, dann nehme ich safe, nehme ich da die Störreise. Glaubst du, ich bin so depp oder du und geh, Alter, bist wahnsinnig. Hoppala, andere Seiten. Bist depp, da geht's auch wieder ab. Seitdem das war, da ist keiner mehr daherkommen, gell? Überhaupt keiner mehr. Ist ein Wahnsinn.
Ah, ich wollte schon sagen, so, da sehe ich wenigstens schon mal den einen oder anderen Gegner. Ah, wichtig und richtig. Okay, er muss hier gleich mal wieder übertreiben. Wow, Alter, wow. Ruhig, Junge. Du musst ihn nicht gleich übertreiben. Er übertreibt immer wieder gleich komplett. Das ist ja Wahnsinn, Alter, mit ihm. Echter Wahnsinn. Übertreibt ihn wieder komplett. Schmeckt. Sammeln wir natürlich gleich mal ein. Echt, ja? Ihr seid ja komplett im Arsch. Da haben wir nicht einmal daherkommen. Zu dem, was im Arsch sind, die wieder. Steppert. Ah, das schaut so gut aus. Falls wir flying ganz kurz zufällig vorbeischubsen. ganz zufällig. Aber die Spiele geben leider zu wenig Punkte. Das ist ja das. Wenn es wieder diese Hunde wären oder Chocoball, sofort. Sofort. Wäre sofort dabei. Na schau, was haben wir denn da Schönes? Was für eine nette Versammlung hier. Sie sind noch nicht aufgebrochen. Woher kennt Doris wohl diese Sklavenhändlerin? Wir haben lange genug gewartet. Sie kommt nicht. Wir brechen auf. Los jetzt. Wieder zurück in die Zivilisation, Milady. Ja, und zwar schnell. Damit ihr nicht anfangt, so zu reden wie diese unbedarften Trottel. Sind deine Männer bereit? Es gab schon zu viele Verzögerungen. Noch mehr und ich kürze euren Lohn. Ja, Milady. Oh, da wäre noch etwas. Offenbar haben wir Besuch. Tötet ihn. Na dann, let's go. Jetzt muss ich mal ein bisschen kurzes Neigeschwert aller Wort testen, gell? Das gibt's ja nicht. Mit Level 41 sollte normalerweise locker flockig fertig sein. Meiner Meinung nach, aber na gut. Schauen wir mal. Ja, das muss schneller gehen. Es muss definitiv schneller gehen. Das ist ja Witz, Alter. Normalerweise sollten sie so schnell Meier gehen, weil das sieht man nicht einmal, dass die Meier gegangen sind. So sieht's aus. Da wollen wir gleich her, Alter. Wenn der geschützt ist, soll er scheiße gehen. Wenn er geschützt ist, soll er scheiße gehen. Huren's Magier mal wieder. Huren's Magier. Die spielen sie immer wieder. Nein. Kannst du Bigel die 10 Scheiße geben von hinten, Alter. Der wollte mich ficken. Uli, der wollte mich ficken. Nein. Wenn, dann fick ich zurück. Und tschüss. Geschätzt? Ja, kriege was geschätzt. Bist du? Wow. Nicht schlecht. So viel zum Begleitschutz. Keine Sorge. Ich werde nicht kämpfen. Ich bin nicht mehr die Schwertkämpferin, die ich früher einmal war. Ich gebe auf. Sid der Geächtete. Tu mit mir, was du willst. Sid. Das kann man dezent falsch verstehen. Ah, Doris. Ich nehme an, dass du mich nicht vor diesem Schuft retten wirst. Weißt du, ich habe mich immer gefragt, wohin du verschwunden bist. Aber dass du dich ausgerechnet mit ihm zusammentun würdest. Lieber für eine Sache kämpfen, als für Geld zu töten. Tut mir leid, Sid. Ich hätte es dir sagen sollen. Diese Frau, meine einstige Herrin, hat früher Trägerkinder zu menschlichen Waffen ausgebildet und dann in den Dienst des Höchstbietenden gezwungen. Sie hat mich wie eine Tochter erzogen und ich habe schreckliche Dinge getan, um ihr zu gefallen. Es war nicht alles schlecht, oder? Wir hatten doch auch Spaß. Du warst immer so wissbegierig und geschickt noch dazu. Andere Kinder interessierten sich entweder für die Klinge oder die Bücher. Niemals für beides. Aber du hast beides gemeistert. Deshalb habe ich dich behalten. Wie wär's, mein kleiner Dolch? Schwörst du mir noch einmal die Treue? Ich habe dir nie meine Treue geschworen und werde es auch nie tun. Ich kämpfe jetzt für ein höheres Ziel. Für die Befreiung aller Träger. Leb wohl. Herrin.
Danke, dass du mich zu einer Waffe gemacht hast. Du warst schon immer so rechtschaffen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich dich so mochte. Was hast du jetzt mit ihr vor? Ich bin nicht die Mörderin, die ich werden sollte. Nicht mehr. Sie hat keine Freunde mehr in hohen Ämtern. Im Gegensatz zur Madame. Ihre Verbindungen zum Hof werden für Gerechtigkeit sorgen. Gut. Wenn es das ist, was du willst. Ja. Und danke. Für alles. Ich sollte den Trägern sagen, dass sie jetzt endlich sicher sind. Wahnsinn. Und geil. Ich sollte zurück zum Versteck gehen und Cole beruhigen. Ja, ist schon mal wieder wichtig gewesen. Ist schon mal wieder meiner Meinung nach extrem wichtig gewesen. Dass mal wieder auch so ein Thema angerissen wird. Meiner Meinung nach. Wissen wir, was haben wir auch schon länger nicht mehr gehabt. Du bist zurück. Gerade ist eine Nachricht von Doris eingetroffen. Wie ich höre, habt ihr noch mehr Träger vor Schmugglern gerettet. Mit etwas Glück kommen sie bald zu uns ins Versteck. Oh, und dein Brief. Du musst dir keine Sorgen mehr um Doris machen. Das hatte ich gehofft. Sie erwähnte ein, zwei Dinge in ihrem Bericht. Der Sklavenhändler, den wir gejagt haben, war also ihre Herrin? Sachen gibt's. Sie wurde übrigens in Sanbrek verhaftet. Anscheinend völlig widerstandslos. Sie wird nicht glimpflich davonkommen. Im Kaiserreich verachtet man Träger zwar, aber ebenso wenig werden Schwarzhändler geduldet. Es muss sicher schwer für Doris gewesen sein. Das war's. Aber keine Sorge. Sie wird wieder. Hoffentlich. Du musst es wissen. Du hast viel durchgemacht vor deiner Zeit hier, soweit ich weiß. Jedenfalls, danke, Sid. Die Fluchbrecher wären ohne Doris verloren. Und ohne dich, natürlich. Ich danke dir, Cole. Mach weiter so. Sehr schön. Ein bisschen mehr in Schuhe geben geht, aber passt schon. Es soll nicht zu gierig sein, Wahnsinn. Aber Leute, dementsprechend würde ich mal wieder sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.